Schwanzel dreht es herum und macht es sicher. So, aber jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn zu dem anderen Bums dahin? Huch! Ist auch verriegelt. Die Tür ist auch verriegelt. Die Tür ist auch rot. Und jetzt ist sie grün. Da blickt doch kein Mensch mehr durch. Gollum! Ach so, einer ist es auch noch. Ach du Scheiße, was ist mit ihm denn auf? Ach, jetzt kommt ja auch noch so ein Hansel, die kommen auch noch. Alter, jetzt wird's aber sportlich, du. Oh Gott. Oh. Okay. Wie mache ich den denn fertig? RIP. Ja. Alter. Wie machen wir den denn fertig? Der war ja... Das war ja sportliche Geschichte. Ausrasten. Aber da fehlt auch ein bisschen dieses so Abrollen oder sowas, ne? Habe ich bis jetzt auch noch nicht rausgekriegt. Also bei jedem zweiten Wurf kriegst du ihn, oder was? Hallo. Langsam. Wo will er hin? Zeigehund. Hau nur ab! Klatscht aber kein Beifall. Ich glaube, der kommt wieder. Ja, das glaube ich leider auch. Was war das? Die Hotline muss hinter dem Postraum sein. Alter Schwede. Warum liegt hier nichts rum? Das kann doch gar nicht sein. Hier lag was. Golfstartzeit, okay. So, hier liegen noch so ein paar Fragmente. Gut, die brauche ich nicht mehr. Okay. Okay. Zweitmal lief es doch ganz gut. Kann ich so eine Bank aufheben? Jawohl, wie geil ist das? Jetzt habe ich Schluck auf. Na toll. Hallo? Achso, jetzt komme ich hier raus. Okay. Da war ich ja gerade schon. So, haben wir hier noch was rumliegen? Irgendwas hier gerade runtergefallen? Vielleicht bilde ich es mir auch noch ein. Liegen ganz schön viele Leichen. Was ist denn hier passiert? Oh, hier liegt was. Butte. Der Herr Butte. Liegt auch noch was? Alberto Tomasi. Jawohl, und ein Turmband. Nehmen Sie das runter. Die Lage in Kuba wurde von den zuständigen Behörden bewertet. Die mysteriöse Krankheit, von der die Mitarbeiter der US-Botschaft... Das war souverän. Bei dem Boss habe ich, wie ich das erste Mal gespielt habe, 10 Mal im Leben gelassen und habe dann für den Abend Pause gemacht. Okay, krass. Dann danke.
Natürlich wurden auch ihre Zellwände beschädigt. Aber auch das an einer dummen Lärmkanone lag. Gott sei Dank haben die Ärzte dort sie nicht untersucht. Ehrlich gesagt, wie hoch stand die Chance, dass ein gewandeltes Objekt in einer US-Botschaft auftaucht? Glück gehabt, was? So viel einfacher zu... Hey, nimmst du etwa immer noch auf? Was meinst du, wer du bist? Knecht. So, der hier. Der sah... Zischerwesen. Augmentierte Agent. Augmentierte Agenten zeigen Fähigkeiten ähnlich der telekinesischen Kompetenzen, die in Para-utilitäre der Behörde beobachtet werden. Einige ziehen es vor, auf die Ziele zuzustürmen oder bewerfen sie mit Gegenständen. Telekinetische Angriffe sind intensiv gegen die augmentierten Zischer, da sie auf dem Gebiet selbst talentiert sind. Sie verwenden keine Waffen, außer ihre eigenen paranatürlichen Fähigkeiten. Einige augmentierte Zischer wurden beobachtet, wie sie schwebten, während sie an einem Stuhl gefesselt waren. Das ist höchstwahrscheinlich passiert, weil Personen befallen wurden, während sie kognitive Aufzeichnungen und parapsychologischen unterzogen wurden. Wie ist es möglich, dass paranatürliche Fähigkeiten genutzen können? Es ist möglich, dass die Personen vor dem Befall an Objekten der Macht gebunden waren. Es sollte auch in Betracht gezogen werden, dass die Resonanz des Zischens in Personen, die sie befällt, latente paranatürliche Fähigkeiten erkennen und zum Ausdruck bringen. Vielleicht hat sich Morbus von Frosty das Cheaten abgeschaut. Hallo, was soll das heißen? Als wenn ich das zeigen würde. Ja, ist richtig. Oh, ein Ausweis. Einen Ausweis haben wir gefunden. Oh, Fallakten. Butte. Eine Reihe von Fällen mit vermissten Personen können zu einem Haus in Butte zurückverfolgt werden, wo Agenten der Behörde einen Zugschalter in translokativen Eigenschaften entdeckten. Eingriffe während des Ereignisses. Agenten der Behörde suchten das Haus des örtlichen Berühmtheiten in der auf, welches mit insgesamt Fällen von verschwundenen Personen in der Gegend Verbindung stand. Die Agenten fanden niemanden im Haus selbst. Bei der Durchsuchung eines Schranks zog ein Agent am Zugschalter einer Lampe und verschwand. Ein weiterer Agent betätigte einen Zugschalter, um den Vorfall zu reproduzieren. Auch er verschwand. Beide Agenten wurden Tage später im älteren Haus wiedergefunden, wo eine Gruppe Ranger, die einen neuen Bereich des Hauses erkundeten, einen versiegelten Raum auf sie stießen. Der Zugschalter im Kleiderschrank des Hauses in Butte verschwand während dieses Zwischenfalls. Na, Happy Birthday. Na, Happy Birthday. Hallo Malcolm. Ja, Startzeit ist um 7. Wir sehen uns am Sonntagmorgen auf dem Platz. Übrigens hast du von diesem Tennyson-Bericht gehört. Anscheinend kursieren eine Menge Kopien davon im Büro. Trench ist scharf auf Informationen darüber, wer der Verfasser ist. Das heißt nicht zufällig, was du... Du weißt nicht zufällig, was darüber... Du hast nicht zufällig, was darüber gehört. Bis Sonntag, Jim. Nee. Und das Tumba. So. Was haben wir hier noch versteckt? Noch was. Hotline Chamber. Ja. Aber wahrscheinlich auch Feinde, würde ich schätzen. Hier ist noch so ein kleines Kistchen. Lass mal kurz gucken. Hier haben wir nichts Neues dazu gekriegt. Energie plus 6, Energiekonzentration, Geschwindigkeit, Generation zum Sammeln, Lebensgeneration zum Sammeln, Leben plus 18, wir haben Leben plus 19. Okay. So, Telefonzelle zum Mitnehmen. Hotline-Kabine. Kann ich ausrasten, Junge. Auch keine Hotline-Kabine. Ich nehme einfach meine eigene mit. Huch.
Ich nehme die mal zur Sicherheit mit, man weiß ja nie. Das Ocean View Motel und Casino. Traumlogik. Man kann es ja mal probieren. Ich kann also nicht fliegen. Hätte er sein können. Warum ich das mache? Weil ich es kann. Einfach nur, weil ich es kann. Muss ich jetzt nochmal gegen den Vogel schießen? Nee, ne? Ich wollte mal gucken, ob ich fliegen kann. Entschuldigung. Nein, ich kann nicht fliegen. Telefon! Ich eile! Das Ocean View Motel und Casino. Ich habe Indiana Jones 3 gesehen. Das ist nur ein geschickt bemalt. Genau. Richtig. Schon mal? Nein. Ich habe in billigen Motels im ganzen Land übernachtet. Unterwegs, heimlich, auf der Flucht. Das fühlt sich an wie alle von ihnen. Wie etwas, das man aus einem Traum kennt. Hallo? Hello? Ist da jemand? Ist anybody da? Ist da noch Geld in der Kasse? Zimmer mit der Killermatratze, was? Was? Aber ich kann ihn nicht. Oh Gott, ich hab Angst. Und jetzt? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Schau mal klingeln hier. Ja, was soll ich denn noch mehr durchqueren? Da sind aber zwei. Irgendwas ist gerade aufgeschlossen. Hä, das war doch gerade eine andere Tür, oder? Ich habe geklingelt, das war gerade eben, die Tür war offen. Jetzt habe ich nochmal geklingelt, dann ist die Tür hin. Okay. Creepy. Okay. Und jetzt? Alter, schon wieder was hier los. Aber wie komme ich jetzt? Hä? Ziehe dreimal am Hebel oder was? Ich eile doch! Firma Huber!
Okay, die Astralebenen-Herausforderung. Okay. Sieht irgendwie nicht so lustig aus. Nutze die Hotline. Ja. Wie eine Fliege vor mir. Wie mache ich das? Oh. Ja, aber wie... Nutze die Hotline. Ja, wie nutze ich die? Ich gehe einfach mal hin. Ja, ich verstehe, dass ich die nutzen soll. Aber wie? Wenn da nicht steht, mit welcher Taste? Oder mit welcher Kombination? Oder. Dann weiß ich nicht, wie ich das nutzen soll. Nutze die Hotline, um die traditionelle Identität zu kommunizieren. 11833, da werden sie geholfen. Ich werfe dich so lange mit Wattebäuschen, bis du blutest oder was? Das ist schon mal nicht die Hotline. Ach, hier rechts und links Schütze oder was? Wie geil ist das denn? T für Telekom? Nee. Warte kurz. Hotline-Sicherheitsprotokoll. Alle Besucher müssen sich anmelden. Der Hausmeister. Warum der Hausmeister? Warum ist Bill Everett und auf einmal ist Carol Bishop Hausmeister? Ah, Erinnerung. Rufnummern Auskunft war mein erster Job. War aber 11.88.99. Okay. Okay. Aber wie... H für Hotline. C für Ducken. V für Schlagen. X für Dummstehen. Ich check's nicht. Was soll ich jetzt... Ja, aber wie denn? Ich weiß nicht. Niemals gewusst, auch niemand so recht, wie das mit der Hotline funktionierte. Also nicht Graham. Okay. Umgehen? Ja, ich umgehe es jetzt einfach, ne? Welches hätte ich jetzt auch gemacht. Telefon! Ein Objekt der Macht. Es ist nicht ans gewöhnliche Netz angeschlossen. Eine direkte Leitung zur Astralebene und zum Rat. Und meiner Hypothese nach, unter den richtigen Bedingungen auch zu anderen Existenzebenen. Ein Direktor braucht ein Team. Mein Management-Team.
Sie kennen die Geheimnisse der Behörde so gut wie ich. Manche sogar besser. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall besonders. Meine Einsatzleiterin. Sie versteht mich. Weiß, dass ich mich ungern auf andere verlasse. Man sollte nur sich selbst enttäuschen. Aber Dinge ändern sich, wenn man Direktor wird. Oha. Ich habe die Hotline. Ich kann Trench mit Emily. Oder ihn zumindest hören. Er ist wie ein Echo. Ein Echo mit wichtigem Wissen. Ich muss zurück zu Emily. Ja. Das Level wäre, denke ich, besser designt gewesen, wenn man das heftig, wenn ich von dir erzähle. Telefon vom Eingang aus hätte hören können. Ich war an der Stelle auch verwirrt, ob die extradimensionalen Fleischklipse die Hotline sein sollen. Ja, ist echt so, ne? Stimmt wohl, hast du recht. So, was haben wir hier? Hotline. Objekt soll Äußerdirektor nicht zugänglich sein. Objekt ist ein rotes Bakelittelefon aus den 1960ern. Die Wählscheibe ist durch einen schwarzen Knopf ersetzt, dessen Zweck unbekannt ist. Das Telefon wiegt. Das Objekt ermöglicht es, dem Direktor mit dem zu kommunizieren. Sollte das Objekt von jemand anderem als Direktor dem Direktor verwendet werden, erzeugt es tödliche weitere Informationen. Das Objekt ist derzeit an Direktor Trench gebunden. Das Objekt manifestiert sich spontan im Büro des Direktors platziert auf dem Tisch. Direktor Northmore war der erste Agent der Behörde, der das Objekt verwendet hat. Das Objekt wurde einer Reihe von Tests unterzogen, darunter und aber eine Ursprung ist immer noch nicht bekannt. Okay. Die Hotline. Da ist die Hotline. Achso. Okay, da sind die Videofrequenzen. Okay. Okay. Naja, gut, so ist. Hallo. Ey, das Telefon ist weg. Okay. Also ich muss ehrlich sagen, bis jetzt ist das Spiel schon echt cool, ey. Es ist schon echt, es hat auf jeden Fall was. Macht schon echt Laune. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin? Wir müssen... Wenn wir da lang gehen, dann sind wir schneller, ne? Glaube ich, hoffe ich, denke ich, vielleicht, eventuell, I don't know. Ah, jetzt sind wir wieder hier, okay. So, jetzt haben wir doch wieder zwei Bücher hier. So, was haben wir hier? Gute Zusatzbemerkung. Ihrer Aussage zufolge wurden die Agenten aus dem Haus in einem Motel im Namen Ocean View Motel und Casino transportiert und fanden mit Hilfe einer Rituals, siehe Akte Mod 01, einen Zimmerschlüssel. Der Schlüssel öffnete eine Tür, die mit einer umgekehrten schwarzen Pyramide versehen war, was sie erst nach langer Zeit durch stures Ausprobieren feststellten. Nachdem sie einen weiteren Zugschalter im Hotel betätigt hatten, der sich in diesem Zimmer befand, wurden sie ins ältere Haus teleportiert. Das Verschwinden des Hausbesitzers sowie der anderen Bewohner von Butte war dem Zugschalter zugeschrieben. Mittlerweile ist bekannt, dass das Ocean View Motel viele Türen und Pfade beherbergt. Seit dem Vorfall sind überall im älteren Haus Zugschalter aufgetaucht, die mit dem Schalter des Hauses in Butte identisch sind. Derzeit wurden Zugschalter im älteren Haus gefunden, die sich im und Sektor befinden. Sie stellen allen einen Zugang zum Ocean View Motel dar, wobei, wie genau die Verbindung funktioniert. Anfängliche Hypothesen stürzen sich auf der AWE von Butte als, siehe Dr. Darling. Und Schriftverkehr. An alle Mitarbeiter der Geschäftsleitung. Ich weiß, dass es Bedenken gibt, weil unser Betrieb der Jahresbudget übersteigt. Solange wir innerhalb des älteren Hauses operieren, sind wir in vielerlei Hinsicht vor Kontrolle geschützt. Wenn unsere Budgetforderungen nicht auffällig übertrieben sind, werden sie ohne Nachfrage vom Finanzministerium genehmigt werden.
Das FBC ist nur eine weitere Spalte in einer Tabellenkalkulation, die einem kleinen Buchhalter nicht einmal auffällt. Seine Augen werden darüber gleiten, als wären wir gar nicht da. Als wären wir gar nicht hier. Das Naturell des älteren Hauses ermöglicht uns gewisse Handlungsfreiheiten. Dass wir hier sind, ist kein Zufall. Gruß Zacharia Trench, Direktor. Okay. Also ist wieder bei einer Behörde halt, ne? Man darf es nicht übersteigen, ansonsten bist du dran, Junge. Da hinten müssen wir lang. Können wir jetzt eigentlich hier lang? Ne, leider nicht. So, komm, wir haben keine Zeit. Huch! Jetzt war der Regie die Watt gesprungen. Hallo! Jesse, hast du die Hotline? Wie ist es da draußen? Kommunikation? Das Zischen? Beruhig dich mal. Ich hab die Hotline. Ich verstehe nun, was Trench sagt. Unglaublich! Was sagt er? Er sprach über sein Management-Team. Leute, die die Geheimnisse der Behörde kannten. Dein Boss, Darling, Tomasi. Aber den hat das Zischen erwischt. Salvador? Er ist der Sicherheitschef. Und Marshall? Helen Marshall ist die Einsatzleiterin. Sie ist zäh, ex-CIA. Sie ging mit ihren Rangern in den Forschungssektor, um die HAV-Produktion zu sichern. Sie kam nicht zurück. Jemand, der uns helfen könnte? Die anderen Sektoren. Wie komme ich dahin? Das ist unmöglich wegen der internen Quarantäne. Als Direktorin kannst du sie aufheben, aber das geht nur vom Wartungssektor aus. Normalerweise verbindet der Sektorenlift alle Sektoren, aber solange die Quarantäne wirksam ist, funktioniert er nicht. Wir haben bereits eine Quarantäne überwunden. Vielleicht finde ich einen Weg. Jesse, schau mal, du kamst ohne Training in diese extreme Situation und schlägst dich phänomenal gut. Und das Zischen kann dir scheinbar nichts anhaben. Also, ich würde liebend gern ein paar Tests mit dir machen. Wenn du einverstanden bist, natürlich. Vielleicht finden wir etwas, das uns helfen könnte. Tests? Ich weiß nicht. Sie könnte dich entdecken. Aber ich würde auch selbst gerne mehr verstehen. Okay. Wenn du denkst, dass es hilft. Spitze, ich suche in der internen Dokumentation nach Wegen, die Quarantäne zu umgehen. Wir müssen diese Sektoren öffnen, um Darling und Marshall zu finden. Und ich suche einen Weg in den Wartungssektor. Je schneller wir einen finden, desto schneller kann ich die Quarantäne aufheben. Interessant. Ich könnte fast wetten, der Hausmeister spielt auf jeden Fall noch eine Rolle. 100 Pro. Könnte ich drauf wetten. Ach du Scheiße, was ist da? Oh mein Gott. Alter. WTF, ey. Werte Fähigkeiten am neuen Kontrollschalter. Was? Warte mal. Müssen wir mal mit der quatschen wahrscheinlich, ne? Hi, Jesse. Hi. Ne. Danke, Emily. Ich bin sicher, dass ich bald noch mehr Fragen habe. Danke für nix. Gib einfach Bescheid. Danke für nix, ey. Hörst du das? Gesang. Was kommt das aus dem Aufzug? Fähigkeiten, so. Leben. Plus 10% mehr. Da lag noch was auf dem Tisch. Oh, muss ich gleich mal gucken. Danke, Bailey. So, jetzt habe ich Leben
Mehr Energie, mehr. Fischer Schlag schleudern. Wir haben ja 4 Punkte, ne? Ich würde sagen, wir machen einfach mal alles einmal. Und dann würde ich fast sagen, machen wir nochmal. Da brauche ich jetzt dann. Okay, na toll. Was? Bin ich okay. Bin ich okay, ich hab 3 Punkte gleich. Nee, da brauche ich nur 2. 3, 3, 3 und hier nur 2. Oh, was kann ich hier? Sprengstoff schleudern. Gegner schleudern. Schwer. Cool. Geilo. Das wirft eine Menge neuer Fragen auf. Kommunizieren Sie? Sind Sie kurz? Astralwerkstatt. Was? Benötigt 5000. Okay. Verdeckte Waffen gewöhnlich. Verdeckte Waffenindikation. Was? Keine Ahnung. Schadenschub. Was auch immer. Hab ich gerade Sprengstoff gehört? Hat die Quelle sie angezogen? Vielleicht. Es bringt nichts, die Motive des Zischens zu raten, wenn wir seine Energie nicht haben. Oh ja, da liegt noch was auf dem Tisch. Das Zischen manipuliert es irgendwie. Hört es auf. So, was soll man hier noch? Was haben wir hier noch gekriegt? Munitionsrückgewinnung. Ja, nee. Mission kennen wir schon. Sammelobjekte. Was haben wir hier? Oh. Erste Eindrücke. Erste Begegnung mit dem als das Zischen bekannte Wesen haben mehrere Faktoren über sein Verhalten offenbart. Fakten, nicht Faktoren. Ah, ich muss mal kurz was trinken, Entschuldigung. Vor allem ist das Zischen in der Lage, in Kontrollpunkten gewandelte Objekte und sogar Menschen einzudringen und diese zu befallen und so ihr Verhalten drastisch zu ändern. Interessanterweise ist keine Person mit einem der tragenden HRV-Geräten, die Dr. Darling in der letzten Woche verteilt hat, von dem Befall betroffen. Die einzige bekannte Ausnahme, die neue Direktorin Jessie Van Faden, die eine inhärente Immunität gegen das Zischen besitzt. Das könnte darauf hindeuten, dass sie bereits befallen ist, aber ihr Verhalten unterscheidet sich deutlich von den anderen Zischern. Das ist die theoretisch verworfen habe. Meine letzte Beobachtung stammt von Miss Faden persönlich. Sie ist in der Lage, materielle und Organismen vom Befall durch das Zischen zu reinigen. Wir haben diese Fähigkeit einem befallenen Wesen getestet. Doch leider scheint der Wirt diesen Prozess nicht überlebt zu haben. Ja, das leider nicht, ja. Vielleicht wird die Psychologie des Wirts vom Zischen unabhängig und steht mehr Arbeit bevor. Ja, auf jeden Fall steht uns mehr Arbeit bevor. Das ist wohl richtig. Was haben wir hier? Hotline? Ganz zurück, Frosty. Da wurden die Hände schon wieder ganz feucht. Es ging um Schleudern von Sprengstoff. Die feuchten Hände sind nicht zu empfehlen. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. So, wissen. Ja, finde einen Weg in den Wartungssektor. Wo ist der Wartungssektor? Wir müssen hier raus. Und dann hier links, oder? Viele dieser Fragen könnten mit dem Fang eines Also. Exemplars gelöst werden. Ja, dazu fehlt.